In diesem Film ist Mimar Sinan so alt wie du. Würdest du mit ihm befreundet sein? Freunde, ich bin Mimar Sinan. Man nennt mich auch Koca Sinan, was groß bedeutet. Ich bin als einer der größten Architekten der Welt bekannt. Ich habe 49 Jahre als Chefarchitekt im Osmanischen Reich gearbeitet. Wollt ihr mich kennenlernen? Ich wurde 1489 in Kayseri in einem Dorf namens Agırnaz geboren. Mein Vater war Holzarbeiter, der sich mit Holzbearbeitung beschäftigte. Ich half ihm auch in seiner Werkstatt mit einem kleinen Hammer in meiner Hand. Ich liebte es, neben meinem Vater zu sitzen und kleine Holzscheite abzuschälen, die geschnitten wurden. Ich wollte fast nie nach Hause, weil ich den Holzgeruch in der Werkstatt liebte. Im Erdgeschoss unseres Hauses gab es unterirdische Tunnel. Es war eines meiner Hobbys, diese dunklen Tunnel mit einer brennenden Fackel zu besuchen und ihre Architektur zu untersuchen. Ich berührte die Steine in diesem Tunnel und dachte darüber nach, wie sie gebaut wurden. Ich wollte auch Architekt werden und große Gebäude bauen. Ich liebte es zu lesen, jeden Gegenstand, den ich fand, zu untersuchen, etwas draus zu machen, meine Vorstellungskraft auf diese Weise zu erweitern. Einer meiner größten Träume war es, Soldat zu werden. Das heißt, in das Janitscherin-Korps einzutreten. Eines Tages hörten wir, dass neue Kinder gesucht wurden, um unter dem Schutz des Sultans zu arbeiten. Ich habe mein Haus mit Zustimmung meiner Familie verlassen. Um dem Janitscherin-Korps beizutreten, von dem ich träumte, brauchte ich eine gute militärische Ausbildung. Ich kam 1512 im Alter von 23 Jahren nach Istanbul. Ich erhielt eine militärische Ausbildung bei der Acemi Oğlanlar Ocağı. In der Zwischenzeit wurde meine Intelligenz und meine fleißige Arbeit bemerkt und ich schrieb mich an der Enderun-Schule im Topkapı-Palast ein. Man gab mir das Recht, meinen eigenen Beruf zu wählen, weil ich wegen meiner Persönlichkeit geschätzt und geliebt wurde. Ich entschied mich für die Tischlerei, also für das Holzhandwerk, was der Beruf meines Vaters war. Dank des Meisters, mit dem ich zusammengearbeitet habe, habe ich viel über diesen Beruf gelernt. Ich habe auch während der Eroberungen von Yavuz Sultan Selim in Ostanatolien, Arabien, Iran und Ägypten in der Armee gedient. Die Strukturen, die ich mit den Erkenntnissen aus diesen Kriegen beobachtete, erweiterten meinen Horizont. Ich habe die Enderun-Schule abgeschlossen. Ich setzte meine Ausbildung mit Unterstützung von Pargalı İbrahim Paşa fort. Ich habe hier die gesamte Ausbildung in Tischlerei, Mathematik und Architektur bekommen. Ich habe mich als Janitscharin der Belgrad-Kampagne angeschlossen. Nach der Eroberung der Stadt wurde ich persönlich in das Zelt von Süleyman dem Prächtigen eingeladen und traf unseren Sultan. Süleyman der Prächtige schätzte mich für meine technischen Beiträge in den Kriegen und ernannte mich zum Kompanieführer der Acemi Oğlanlar Institute. 1533 schloss ich mit Süleyman dem Prächtigen dem Perserfeldzug an. Während des Krieges wurde ein Schiff benötigt, um vom Wannsee zum gegenüberliegenden Ufer zu gelangen. Ich habe nur in 2 Wochen 3 Schiffe gebaut. Durch diese Leistung habe ich mir großen Respekt verschafft. Mir wurde der Rang Haseki verliehen. Mit diesem Rang nahm ich an Moldawien-Expeditionen teil. Diesmal wurde eine Brücke benötigt, damit die Armee den Prusfluss überqueren konnte. Trotz tagelanger Arbeit im Sumpfgebiet konnte keine Brücke gebaut werden. Ich habe sofort mit dem Bau einer Brücke über den Fluss begonnen. Nach 10 Tagen war ich mit dem Bau der Brücke fertig. Alle gingen mit der islamischen Armee vor Freude über diese Brücke. Nach diesem Erfolg wurde ich zum Chefarchitekt berufen, dem höchsten Rang in meinem Bereich. Ich wollte den Janitscharin-Korps nicht verlassen, aber indem ich Architektur machte, konnte ich auch nützliche Strukturen für Menschen bauen. Als ich darüber nachdachte, kündigte ich meinen Job als Haseki und setzte die Architektur fort. Eines der großartigsten Werke, die ich herausgebracht habe, war der Haseki-Komplex, den Hürrem-Sultan, die Frau von Süleyman dem Prächtigen, von mir angefordert hat. Die Kuppeln des Komplexes habe ich sorgfältig mit meinen eigenen Händen gebaut. Auf diese Weise hat sich auch mein Ansehen bei den Arbeitern erhöht. Süleyman der Prächtige hat mich gebeten, eine Moschee
und einen Komplex zu bauen. Er ließ den Marmor der Moschee aus Arabien, das Eisen aus Bulgarien und die Diamanten, die mit dem Mörtel vermischt werden soll, aus dem Iran bringen. Tausende Arbeiter arbeiteten am Bau der Moschee. Als die Süleymaniye-Moschee und ihr Komplex fertiggestellt waren, wurde sie so sehr bewundert, dass in der Stadt Feste organisiert wurden. Trotzdem wollte ich eine Moschee mit einer großen Kuppel als die Hagia Sophia bauen. Die Selimiye-Moschee, die ich 1571 als Ergebnis meines langen Studiums vollendete, war tatsächlich ein Werk mit einer Kuppel größer als die Hagia Sophia. Damals wuchs unsere Bevölkerung in Istanbul und es